Been a little too nice to y'all. Now I got a price for y'all. Snake eyes with dice for y'all. Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zu NBA 2K20 und zur ersten Episode der Karriere. Ich hab so mega Bock. Ich kann meine Euphorie auf jeden Fall überhaupt nicht verbergen. Ich habe jetzt 2 Monate Pause gemacht und jetzt die letzten Tage waren wirklich schon so, boah, wann ist jetzt endlich der Tag X, dass wir loslegen können und jetzt können wir endlich Vollgas geben. Und ich habe so Bock, dieses Jahr mit euch gemeinsam die Hütte abzureißen. Egal ob in der Karriere, in MyGM gemeinsam, natürlich auch wieder mit den ganzen Entscheidungen. MyTeam werden wir im Stream zocken. Ich versuche, was zeitlich bei mir möglich ist, alles irgendwie unterzukriegen. Und ja, ich habe einfach mega Bock. Ganz kurz ein paar Dinge. Wenn ihr up-to-date sein wollt, wie es die nächsten Tage jetzt abläuft, ich habe mir ehrlich gesagt keinen genauen Plan gemacht, weil ich wusste nicht, wann ich das Spiel bekomme, etc., etc. Folgt mir gerne einfach auf Social Media, besonders auf Instagram. Da werde ich dann auch relativ zeitnah ankündigen, wann kommen die Folgen, wann kommt der erste Stream und so weiter und so fort. Und ja, wenn ihr sagt, hey, ich habe Bock bei dir NBA 2K20 zu zocken, dann könnt ihr mir jetzt schon mal gerne ein Abo dalassen, weil wie gesagt, wie die letzten 3-4 Jahre auch, wir werden die Karriere spielen, wir werden MyGM spielen. Die Franchise verrate ich euch noch nicht, das ist nochmal eine kleine Überraschung, ich habe es bisher noch niemandem gesagt. Und MyTeam werden wir das erste Mal im Stream richtig aktiv zocken und jetzt reicht's aber glaube ich auch für den Start. Wir legen direkt los, ich habe es hier schon ausgewählt, Karriere, ich habe noch keine Sekunde gespielt, deswegen klicken wir einfach mal rein. Also, die beiden Nasen habe ich jetzt natürlich weggespult, weil die kennen wir schon aus der Demo. Nochmal eine Begrüßung in der Form brauchen wir jetzt nicht. Das ist übrigens mein Face-Scan. Wenn ich so aussehe, werde ich ab sofort die Facecam sofort deaktivieren. Ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit verschwendet. Habe es erst auf meinem Android probiert, hat es überhaupt nicht funktioniert, weil er irgendwie die Cam andauernd langgezogen hat und hatte richtig krasse Probleme, um das Gesicht zu erkennen. Dann habe ich mein Geschäftshandy genommen, habe dort die App runtergeladen und da hat es dann einigermaßen gut funktioniert und das ist rausgesprungen. Also, wenn ich so aussehe, dann schickt mir mal gerne bei Insta oder wo auch immer eure Face-Scans, am besten natürlich auch ein Bild von euch, wenn ihr euch traut, weil dann hat man so ein bisschen den Vergleich. Mache ich vielleicht so eine kleine Insta-Bilderserie mit so 5 bis 10 Leuten, finde ich eigentlich ganz witzig, aber schreibt mir dann ganz kurz dazu, ob es für euch okay ist. Finde ich eigentlich eine ganz geile Idee, aber ganz ehrlich, das ist halt wirklich eine absolute Katastrophe. Ich werde jetzt den Spieler erstellen. Das mache ich jetzt aber ganz schnell ohne euch, werde das Ganze vorspulen, damit wir dann auch direkt weitermachen, weil ich weiß, das ist einfach immer nicht so der spannende Prozess, wenn ich hier den Kopf erstelle. Und damit sind wir auch schon fertig, relativ schnell und zügig. Ihr wolltet unbedingt einfach mal, ich habe jetzt ja tatsächlich noch nie einen weißen Spieler erstellt und in diesem Jahr will ich einfach mal jedem Wunsch nachkommen, den ihr so in der Karriere geäußert habt und deswegen machen wir dieses Jahr mal einen weißen Spieler. Ich habe versucht, ihn jugendlich, aber schon mit markanten Gesichtszügen, würde ich sagen, gehen wir rein. Und here we go.
Ich kann euch schon mal sagen, das wird jetzt hier nicht lange Zeit in Anspruch nehmen, denn ich habe mir das alles natürlich in der ich habe die Demo zigmal durchgespielt. Und deshalb weiß ich auch schon, naja, nicht auswendig, ich habe es mir abfotografiert, aber ich weiß ganz genau, welchen Spielertyp wir spielen werden. Ich habe euch gefragt, Point Guard, Shooting Guard, also eigentlich alle. Ich habe eine Umfrage gemacht und tatsächlich auf der 1 der Point Guard und dahinter der Center. Also das war wirklich, hätte ich niemals gedacht, wir spielen dieses Jahr einen Point Guard. Und für alle, die jetzt enttäuscht sind und sagen, boah Max, wir hätten so gerne mal einen Big Man, kein Problem. Ich erstelle mir als zweiten Spieler einen Power Forward. Dazu wird es aber dann noch mehr Infos geben. Ich werde den nicht als Let's Play spielen, sondern ich werde den im Stream spielen, im Park und so weiter und so fort. Ich will auf jeden Fall dieses Jahr einen Big Man spielen. Ich brauche sowieso zwei, weil wenn ich aufnehme, dann will ich auch immer ein bisschen warten, damit ich euer Feedback bekomme. Und so beim Power Forward kann ich vielleicht auch mal ein bisschen vorab daddeln und mal ein bisschen rumprobieren und ausprobieren. Aber jetzt für das Let's Play machen wir dieses Jahr einen Point Guard. Und so war auch, ich glaube, 35% in der Umfrage wollten einen Point Guard haben. Gut, Trikotnummer nehmen wir die 0. Und jetzt muss ich mal ganz kurz... ihr könnt den ehrlich gesagt gerne kopieren. Ich habe mit mehreren Bro-AM-Spielern den... also mit einem habe ich ihn ausgeschustert und habe dann andere gefragt und die haben auch gesagt, wow, der sieht relativ krass aus. Ich werde euch zeigen, in welche Richtung wir dieses Jahr gehen. Ich glaube, dass man mit dem ehrlich gesagt alles zerstören kann, aber es ist ein anderer Typ, wie wir ihn in den letzten Jahren gespielt haben. So, also wir machen einmal auf jeden Fall hier Finishen und Spielaufbau. Bedeutet, wir können oben beim Finishen relativ viel angreifen, Spielaufbau auch und natürlich auch Ballhandling. Der Wurf hingegen, ihr seht das gleich, der ist nicht so krass. Dann Athletik. Athletik war, wenn ich mich nicht täusche, müsste der hier gewesen sein. Genau. Schnelligkeit 92, Beschleunigung 90, Vertikal 95. Also wir wollen da auf jeden Fall mit sehr viel Pace reingehen. Und jetzt kommt natürlich der entscheidende Punkt, der den meisten von euch wahrscheinlich interessiert. Also wir machen natürlich Nahdistanzwurf komplett voll, Korbleger voll, Dank aus der Bewegung voll. Und damit wir dann auf 20 Badges kommen, machen wir noch hier, ich glaube, Dank aus dem... Nee, oder? Ja, genau. Machen wir hier noch. Also da müsst ihr eben auch ein bisschen rumprobieren. Nicht, dass ihr sagt, ja, okay, da bin ich jetzt fertig und ihr macht hier noch einen Punkt drauf und dann bekommt ihr noch eine Badge oben drauf. Das würde ich auf jeden Fall schon mal mitnehmen. Mitteldistanzwurf ist auch klar. Dreier müssen wir voll machen, dass wir am Ende vielleicht noch, wenn wir dann eine 99 sind, bekommen noch die ganzen Boni, dass wir zumindest eine 70er Dreier haben. Freiwurf ist auch klar mit 83. Dann hier gehe ich auf die 67, weil dann habe ich hier zumindest 9 Badges, das heißt 3x Gold. Passgenauigkeit machen wir komplett voll. Ballhandling machen wir komplett voll. War dann bei Postmoves haben wir auch noch, genau, auf 62 bin ich dann noch gegangen. Weil wir dann auch nochmal auf 24 kommen. Defense in der Zone total unrelevant für uns. Perimeter Defense klar. Laterale Schnelligkeit, das heißt vor dem Spieler, wenn wir in der Verteidigungshaltung sind, da müssen wir auch auf 73 hochgehen. Stealen wollen wir natürlich auch zwischendurch. Und den Rest buttern wir dann hier rein, wenn ich mich nicht täusche. Schau mal, 72, 77, 73, 76. Also, das ist der Spielstil, mit dem ich dieses Jahr angreifen will. Und das bedeutet, ich will sehr, sehr krass über die Athletik kommen. Gut, Körperbau definiert. Größe natürlich auch hier. Nicht ganz unwichtig, 1,95 haben wir gesagt, weil einfach dann oben die Werte nochmal ein bisschen höher gehen und die anderen Werte ehrlich gesagt so sinken, dass man es verkraften kann. Gewicht war 85, weil du verlierst oben, also du bekommst bei Beschleunigung nochmal 1 oben drauf und bei der Stärke verlierst du, ja, Stärke ist für uns sowieso ehrlich gesagt nicht so großartig relevant und laterale Schnelligkeit. Ah, sieh mal einer an. Hier in der Demo, plus 1 laterale Schnelligkeit und minus 1 Defense in der Zone. Das ist jetzt hier gar nicht der Fall. Was ist denn das?
Da kann ich zweimal 85 auswählen und bei dem zweiten Mal verliere ich's. Okay, nehme ich natürlich das erste Mal. Spannweite war 2,09 Meter. Und dann natürlich der Slasher. Und damit ähneln wir Derrick Rose, Russell Westbrook, John Wall. Also absoluten Athletikmonster. Und mein Ziel ist natürlich auch dieses Jahr ein bisschen Show zu machen. Den ein oder anderen Posterize, richtige Zerstörung. Ein slashender Playmaker. Und Karriere testen, bearbeiten. Nee, ich glaube, wir können reinstarten. White collar never fit clean on me. Only thing nice is the chains on me. Playing dirty, trying to switch on me. Only thing pretty is the bitch on me. Work your wrist, ay. Big bait, big fish, ay. Fish scale, huh. Typical rapper shit. Shoulder say I'm bout it. Devil on the other talk the loudest. I just want the balance. Still haven't found it, huh? I swear to God, if my life get any more hard, you can bring a knife to a gunfight one day. I'ma have a night that can only get one way. If you gon' crash, put the pedal down. 100 on the dash, residential now. Just a little dance with the devil now. She just want a chance, trying to settle down. Never had a chance, never had a chance. Coastal Conference Championship is set to tip off, and after three consecutive final losses, can Bay City finally get over the hump? Kevin, if it's going to happen, it has to happen behind their senior, the man they call Shea, who could have went out after his freshman year. That's right. He has a chance to cement his legacy. He is the storyline for sure in this one. Yes, he is. Let's go, Shea. Let's go. Shoot it, Shea, right there. Come on, let's go. Seid ihr bereit? Let's go! Und damit starten wir rein und müssen erstmal die Kamera umstellen. Euphorie direkt gekillt. 2K ist klar. Zoom mache ich immer eins weniger, damit ich nochmal ein bisschen besseren Überblick habe. Können wir direkt abspeichern. Und ab geht's. First Game. 10 Minuten auf der Uhr. Geht rein. Erster Versuch. Und da gibt es direkt das erste Foul von D-Rock? Oder irgendwie so in die Richtung. Noch nie gehört, ehrlich gesagt. Boah. Green Light, Baby. Da geht der erste rein. Und natürlich am Anfang, wir sind brutal langsam. Alles erstmal. Wir müssen uns erstmal daran gewöhnen. So. Da kommt der Ball rein. Edwards. Und trifft ihn perfekt. Haben wir überhaupt schon irgendwelche? Okay, also es geht schon einigermaßen mit dem Skillset, aber ja, wir müssen natürlich versuchen, jetzt am Anfang zusammenzuspielen. Er sieht von hinten ein bisschen aus wie Porzingis, der Gru. With it, and it's Marceda picking him up. Deflects the pass, and then. Jetzt einfach Defense durchziehen, noch 6 Sekunden. Den muss er jetzt dann contested nehmen. Wir gehen schon mal. Was war das bitte für ein krasser Finish-Move zum Ende hin? Drehst du durch. Das nächste Foul. Also, wir machen fast alle unsere Punkte nur über Freiwürfe.
For Bay City, they've been successful on three of their four free throw attempts up to this point. And the Hawks making a change. Das ist natürlich am Anfang extrem schwierig, erstmal reinzukommen. Man hat überhaupt keine Skills am Start, noch überhaupt nichts geupgradet. Madison, der hat keine Dreierplakette. Was nicht heißt, dass er nicht gefährlich sein kann. Und da ist der Block. Rebound. Und jetzt Grew. Pass rein in den Post. Roberts. Der war like Dirk Nowitzki. Schönes Ding. Und damit die erste Führung. Defense ist am Start. Defense ist am Start. Die nächsten Freiwürfe für den Gegner. Macht er beide rein. Bay City trailing. Big man in the middle for Central Valley is Vlad Dermanenko. He has shown a lot of promise. Oh, der Dreier fällt. Wir haben einen sehr langsamen Abzug. Der Release ist very slow. Another shot. Geblockt. Ich wollte einfach mal probieren durchzuziehen. Und geht nicht. Mit der aktuellen Gesamtwertung, die wir... Oh, Monsterblock ins Gesicht. Come on. The drive by Jay and the dunk by Jay. 6 Punkte, 4 Rebounds, 2 Assists. Yeah, a win here to take the conference would just be the start for them. They have their eyes on a larger goal, which is coming home with a college championship and cutting down those nets. Here's Dermanenko. Komm, dranbleiben. Flames getting their last shot to go. Versuchen sich noch frei zu laufen. Jetzt 6 Sekunden, Andrews. Selbst wenn ich jetzt da reinlaufe in den Block, der kommt einfach zu spät. Und der gehört uns. Schlechter Pass. Wenn er den besser spielt, kann ich direkt aus dem Catch and Shoot den Mitteldistanzwurf nehmen. Rein damit. Da gehen die grünen Lichter an. Dermanenko. Timeout. Klare Führung. Also jetzt müssen die Hawks schon langsam Gas geben, weil... It's James Marceda on the wing, defended by Sheldon. Der Vorsprung ist schon ordentlich. Oh Gott, das war wieder ein Blockversuch vom... Geht nicht. Fast Break. Den machen wir rein. Also natürlich nicht vergessen, wir spielen... Ich gehe mal davon aus, wir sind jetzt am College. 10 Minuten, 10 Minuten, ne? Schöner Pass. Und es ist schon wieder so ein Monsterblock. Der nächste Abschluss. Und jetzt langsam kommen wir rein ins Spiel. Und 21 Punkte Führung. Entfesselt Leiste ist auch das erste Mal am Start. Nächster Block. Vollgezogener. Freiwurf Nummer 1.
Freiburg Nummer 2. Mittlerweile 15 Punkte auf dem Konto. Das sieht schon besser aus als am Anfang, die ersten Minuten. Sehr, sehr zerfahren gewesen. Let's go. Zweite Halbzeit. Und die nächsten Punkte. Ah, jetzt langsam kommen wir doch rein hier. Easy going. Ihr könnt mir übrigens gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch für einen Spielertyp erstellen werdet oder auch schon erstellt habt, weil ich weiß, dass viele von euch es auch schon haben. Haben sich's abgecheckt bei, ich sag mal, dem Händler ihres Vertrauens, ohne jetzt irgendwelche Firmennamen zu nennen. Fresh. Forget it. Den muss er nehmen. Und wir sind schon da. Und springen einfach mal daneben. Ja, die verteidigen in der Zone halt überhaupt nicht. Da attackieren wir sie einfach. Und das funktioniert. Dann noch zwischendurch einen Dreier von draußen einstreuen. Oh. Ah, dranbleiben, Jungs. Jetzt haben wir hier zwei Out. Schöner Block. Ab geht's. Fast Break. Green Light. Aber es ist Wahnsinn, wie langsam er hochsteigt und abdrückt. Wenn ich das jetzt mit der Demo vor allem vergleiche, Stil. Teddy Edwards, what a find he's been for Central Valley. Talented kid. Und auch der fällt. Schwierigkeitsgrad wird wahrscheinlich jetzt irgendwie Rookie oder Profi sein, irgendwie sowas in der Richtung. Zedirko heißt er also, okay. Kommt mit dem Illegal Screen. Bekommen noch meine Auszeit. 61-27. Come on. Now here's Che. Evans outside. Evans. Floater. Che inside. Mittlerweile einer meiner Lieblingsmoves, auch wenn ich den jetzt nicht perfekt getroffen habe. Edwards. Pass kommt rein. Grace im Post. Nimmt ihn. Fällt. Mal wieder Punkte für die Hawks. Indra, great dime to set up the open man. Schade. Aber so in die Richtung werden wir am Ende spielen. Versuchen in der Isolation an einem vorbeizukommen, dann rein in die Zone und dann entweder kracht's oder wir spielen den Kickout Pass oder wir spielen den Alley-Oop. Whatever. Danken können wir leider überhaupt noch nicht. Schade. Aber sehr schön gespielt. Der Pass rein, dann den Weg unter den Korb genommen. Good win. Die müssten halt mit den Schützen, die sie haben, auch ganz anders spielen. Hey, yo, Tay. Kick rocks, Kobe. I'm going to conscious tonight. Not even you can go to sleep, play boy. That's the way you go out. Proud of you, Jay. Hey, thanks, coach. All right. We're getting that championship this year. Either way. Yes, sir. Come on, man.
All right. Well, we ain't gonna find out until tonight or tomorrow on Porter. I know. I know, it ain't easy watching your brother fall like that. But hey, listen, don't let a moment of darkness take away from what y'all did tonight. This is what we work for, all right? Y'all brought Bay City back. In fact, you might have saved my job. When we find out our seed, we'll get back in the gym and keep this going. All right? All right? All right. All right. All right, good. Good job. Hey, coach is right, y'all. We bled for this. Grew, how much weight you put on last summer? 35 pounds of raw Estonian steel. 35, huh? You must have been training within Russian Olympians again. Ty, your turnover ratio last year was 1-1. What about now? 3-1. Young CP, steady feeding the greedy. No doubt. Gonna make one heck of a state for our major one day. Man, you know who else bled for this? Porter. I mean, the kid had peanut minutes, but he stayed in the gym, grinded, right there beside us, and he never complained, not once. Man, people been telling me I should have gone pro since I got here. But this is what I've been waiting on. Y'all my team. We gonna grind together, guys. This is our time. Now let's do this for our brother Porter. Let's bring it in. Play for Porter on three. One, two, three, play for Porter! Und damit bekommen wir unsere ersten Points und die Plaketten gehen auch nach oben. Finishen, werfen, Spielaufbau, Defense ebenfalls und es gibt Visi. 687 sind am Start. On to the 7 versus 10 matchup in the West. We've got the Bay City Flames facing off against the Tri-State Ironmen. Let's go cut down some nets. Crack and buster, baby. Offense in the early stages here. Their success working the ball inside and getting points from close range. Now, here's Ball. Hey, there he is. How you feeling, man? You know me, man. I'm cool. What did the doctor say? Man, torn ACL, PCL, and dislocated patella. Hey, we got your back, P. It'll take a minute, but you'll be back pulling that weak sham again in no time. Boy, stop. You know my sham, lethal, cuz. Yeah, whatever. Man, appreciate y'all. For real. Spoke with Coach, and he, when we decided it'd be best if I, rehab back home, so. And what you talking about? Medical center is one of the best in the country. Come on, Che. You and I both know I ain't getting no burn here. Figure I get my knee right, maybe I could transfer down a level, so. Transfer? Porter, man, what's going on? This school's your life. Look, Che, Coach took my scholarship, man. Man of the hour. Afternoon, Dr. Horn. Heck of a performance on Saturday. It's amazing what you can accomplish when you limit distractions. Keep it going, son. You pulling Porter's scholarship? That's what's important to me. Answer the question, Coach. Hey, watch your tone, okay? I know you're upset. I am too, but there's some things you don't understand. I mean, it seems pretty simple to me, Coach. You recruit a kid, he gets hurt, and you force him to transfer and bring in somebody better, Coach. Does that sound about right? What? No, no. Jay, listen to me. Coach, man, Porter did everything you asked. He's a good kid. All that talk about us being a family and really in the eyes of the school, you know what we are, Coach? We're just entertainment. I expected more from you, Coach.
Hey, son, come here. Hey. Hey, come back here. Jay, you running with the subs. Mm-hmm. All right, guys, I'll bring it in. Play for Porter on three. One, two, three. Play for Porter. All right, let's go. So your contention is that athletes, specifically basketball players, have leveraged their marketability to get more bargaining power with ownership? Pretty much. Pretty much. Not exactly a hard sell for your thesis. Now, I've been your advisor for 4 years. You've never once swallowed your tongue. Out with it. Kato, my team. Porter Rose. You act like I don't watch. You don't even have a TV, East. How bad was it? It was bad. I mean, I'm the captain. And I feel like I can't do anything. You can be heard. Oh, best believe. I gave it to Coach. And I got no problem having words with Dr. Owen either. He is fake as they come. Don't I know it? When I didn't get tenure last year, you spent 2 months petitioning for me. Rallying students, collecting signatures. And that didn't even make a difference. It did to me. That's what kept me going. That's why I'm still here. You know the reason it didn't change anything? It's because I'm expendable. Outside of these gates, no one has a clue who I am. Sometimes words just aren't enough. If you really want them to hear you, you've got to be willing to sacrifice, Jay. Come on, Gru. Thought we talked about pregame nutrition, big man. Some things are bigger than the game. Don't I know. Hey, let me holler at y'all for a sec, fellas. Y'all know how long I've been wanting this, man. But sometimes you gotta put others before yourself. No matter how much it hurts. As your captain, is what you expect of me, and honestly, is what I expect of myself. I mean, that's why I can't just sit back and let what happened to Porter just ride. It's not who I am, and as a team, it's not who we are. So in light of Dr. Owen and Coach's actions, I'm not gonna be playing today, fellas. Look, man, I know y'all heated, and I will be too, but like Gru said, man, some things are bigger than ball. Nah. You not shooting either, are we? We brothers, Shay. They wanna do Porter dirty, they gonna feel us. They gonna feel all of us. I can't let you do that, Ty. Look, I'm a senior. They can't do nothing to me, man, but y'all got your whole futures ahead of y'all, right? And y'all been rocking with me this far? This school? Nah, man, this whole country will know that I speak for everybody in here, right? All right, let's go. Jay, if you got the tip time, come on, get changed, let's go. I can't do that, Coach. Excuse me? Whatever point you think you're making, son, now is not the time. You are the captain of this team. Better act like it. I believe I am, Coach. Oh, all right. Ty, take the team out. All
All right, fellas, let's do this.